Hallo liebe Freunde von Pokémon Heart Gold und willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Pokémon Heart Gold in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich habe jetzt alles wieder ungefähr so weit gemacht, wie wir zuletzt waren. Und alles ist wieder super. Und ich habe mir sagen lassen, dass wenn dieser Fehler auftritt, man das Spiel einfach nur regulär speichern und neu starten muss. Dann sollte wieder alles gehen. Das ist ziemlich gut zu wissen für mich. Aber gut, quatschen wir den Typen an, weil warum nicht? Oh, das ist ein nettes Pokémon-Team. Wenn man Pokémon unterwegs ist, strahlt jeden Tag die Sonne, was? Hör mir auf mit der scheiß Sonne! Es ist warm draußen, okay? Ich möchte nicht, dass jeden Tag die Sonne strahlt. Danke. Ich weiß gar nicht, warum ich euch jetzt alle anquatsche. Ich glaube, ich hoffe einfach, dass ihr mir ein Item schenkt. Ich meine, das machen auch die Leute ganz gerne. Dafür sind sie doch in den Häusern da. Dafür, dass man reingeht und sie einem dann ein Item schenken. Aber gut, ich würde sagen, bevor wir irgendeinen Schwachsinn machen, gehen wir doch direkt in die nächste Arena. Weil das ist unser Ziel. Glaube ich. Ach du Scheiße, wer ist der alte Mann? Willst du jetzt über Arena, Alter? Tut mir leid, aber er treibt sich gerade irgendwo in der Turmruine herum. Oh, okay, dann müssen wir zuerst in die Turmruine. Alles klar. Ich finde es aber interessant, was man da immer, dass man einfach komplett andere Sprites annimmt. Ich meine, wer ist der Typ, der da seitwärts läuft? Beim Rennen. Wer ist das? Wie auch immer, versuchen wir das, was mir gesagt wurde. Wir speichern. Obwohl es dafür keinen Grund gibt, weil ich nichts geschafft habe, seitdem ich jetzt das Spiel wieder geladen habe. Aber wir speichern. Und das geht ziemlich schnell. Unglaublich schnell. Haben wir gespeichert. Und dann machen wir ein Reset. Und dann sollte es wieder funktionieren. Jetzt bin ich gespannt. Weh, ich habe mein Savegame jetzt kaputt gemacht oder so. Da bin ich stinkig. Da bin ich sehr, sehr stinkig. Okay, alles cool. Ey, Pixi! Ich meine, oh shit, S! Oh shit, es ist wieder ein Pokémon und nicht irgendein Typ, der mir hinterherläuft. Wundervoll. Gefällt mir ein Stück weit besser. Geht mir die Turmruine. Ah, ich sehe dich, Smogon! Unter der Turmruine wundern wir uns. Wer sind diese drei Kreaturen da unten? Wer seid ihr? Wer bist du? Bist du Jens? Mein Name ist Eusin. Reise ich die Weltgeschichte, um Suicune zu finden. Bro, da unten. Bro! Weil wenn du durch das Loch im Boden runterschaust, da ist es, das, was du dein Leben lang gesucht hast. Na gut, dann werde ich wohl... Ach shit, wir können hier ein Pokémon fangen. Turmruine. Es ist... Yes! Kaputops. Kaputops ist cool. Ich mag Kaputops. Was haltet ihr von Kaputops? Das ist interessant. Friss die Kopflos, Alter. Sehr schön, macht nicht allzu viel Schaden. Du kannst Absorber. Kann Kaputops eigentlich überhaupt stark werden? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war immer das Problem an dem Pokémon. Ich meine, ich mag Kabutops. Vom Design her und allem mit seinem Klingen und so. Wo es, wenn ich jetzt genauso drüber nachdenke, ein bisschen wie ein Urzeitsichlor aussieht. Aber ich meine, Kabutops war immer relativ schwach. Oh shit. Oh shit, hätte ich nicht sagen sollen. Es hat einfach den Kratzer gemacht. Wobei es echt gute physische Gesteinattacken gibt. Es gibt, glaube ich, nur physische Gesteinattacken. Gibt es spezielle Gesteinattacken? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall könnte man damit sicher was machen. So, Gesang! Fuck! Das wäre zwar nicht ganz so vorteilhaft, weil Kaputops ist Wassergestein, meine ich. Wir haben nämlich schon Wasser-Pokémon, aber das ist okay. Hey, Kaputops! Lass dich einschließen! Härtner. Oh, du Monster! Was tust du mir an? Hör auf damit! Friss Gesang! Und dann möchte ich einen Pokéball auf dich werfen. Moment! Ich kann meinen Netzball werfen! Der ist doch super effektiv gegen Wasser-Pokémon. Wenn ich richtig liege. Habe ich recht, meine Uhrzeit, Kaputopsmann? Bälle, Netzball. Ein Ball, der besonders gut eignet, um Wasser- oder Käfer-Pokémon zu fangen. Wundervoll, du bist ein Wasser-Pokémon. Auch wenn es überhaupt nicht so aussieht, es ist eins, vertraut mir da. Und? Komm schon. Komm schon. Es war unerwartet einfach. Ey, wir haben Kaputops gefangen. Wundervoll. Für Kaputops wurde ein anderer Pokédex eingelegt. Willst du mir das sagen? Ach du Scheiße, das hätte ich nicht gedacht. Im Wasser zieht es seine Beine an und bewegt seinen Panzer, um so schneller schwimmen zu können. Zieht es seine Beine an und bewegt seinen Panzer. Es tut mir leid, das ist keine... Ich kann mir nichts darunter vorstellen, wie es aussehen soll. Ah gut, ich möchte dir einen Spitznamen geben, selbstverständlich. Wir nennen dich, du bist Fossil, also bist du... Fossilo, finde ich gut. Die gute Fossilo. Ah, nicht in den Friedhof, Fossilo. Nicht in den Friedhof. Okay, kann ich hier weiterlaufen? Nein, kann ich nicht. Bro. Ah, der lässt mich durch. Alles klar. Nee, nicht du. Plopf.
Dieser Schurke mit diesem beängstigenden Namen. Plopf! Nimm das zurück, was du mir da gerade erzählst. Denn ich stimme deinen Überzeugungen gegenüber der Welt der Pokémon nicht zu. Plopf. Dummbots. So, Rivale Plopf, was hast du denn? Ein Bibor. Er ist nicht ganz so schön. Eigentlich ist relativ schön. Hey, Bibor, friss die Kopfnuss. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Kopfnuss von Oh Shit S gar nicht mal so schwach ist. Ich meine, habt ihr das gesehen? Ey, okay, sicher, der Gegner so ein scheiß Bibor. Habt ihr das gesehen? Die Kopfnuss macht eine Menge Damage aus irgendeinem Grund. Oh shit, es macht mehr Schaden, als ich jemals für möglich gehalten hätte. Seltsam. Mysteriös. Verdammte Scheiße, waren viele Erfahrungspunkte. Ein Schaluck weg. Dagegen setzen wir einen Keglumu ein. Hey, Keglumu hat einen geilen Psystrahl am Start. Der macht dann Psystrahl, 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 Psystrahl. Kennt man, kennt man. Hallo, Schluck weg. Fuck! Das war nicht so geplant. Jetzt bin ich vergiftet. Das war alles nicht so geplant. Die Kopfnuss macht nicht so viel Schaden, wie ihr hofft. Fuck, ich will nicht vergiftet sein. Psystrahl! Ah, natürlich erhöht jetzt seine Spezialverteidigung jetzt stark. Warum ist Schluckweich eigentlich schneller als Keklumu? Ich meine, es tut mir leid, vielleicht liegt es an meiner begrenzten Fantasie. Aber ich sehe nicht... Alter, Volltreffer. Aber ich sehe nicht, inwiefern Schluckweich schneller als Keklumu sein kann. Es tut mir leid, aber ich sehe es nicht. Nein, nicht durch das Gift verletzt werden, Keklumu. Das nächste wird Blutzuck eingesetzt. Fucking Blutzuck! Weißt du, was gegen Blutzuck hilft? Schlängli! Ah ja, und ich habe ja gefragt, zu was ich mein Evo entwickeln soll. Und die physischen Kandidaten, die wir hätten, wären Folipurba, Flamara und Nachtara. Folipurba, unvorteilhaft, weil wir haben schon wirklich gutes Pflanzen-Pokémon. Flamara, unvorteilhaft, weil es, ich meine, abgesehen von Feuerzahn, keine wirklich brauchbaren Feuerangriffe der vierten Generation gab. Und Nachtara, wird auf die Nachtara hinauslaufen, ja. Wobei bei Nachtara der physische Angriff relativ egal ist, weil es eben ein Tank ist. Aber hey, wir werden uns wohl Nachtara holen. Yay. Und er setzt sich das Kadabra ein. Ja, sowas, Schlengli bleibt drin. Schlengli ist schon auf Level 22? Verdammte Scheiße. Oh, Kadabra ist auf Level 22. Oh, so schwächlich bist du, dass du echt nichts losversucht, was? Alter. Ich habe dein Team aktuell zerstört. Mit zerstört meine ich. Du hast nicht ein Pokémon von mir besiegt und ich alle von dir außer deinem Kadabra. Und warum nennt der mich Schwächling? Mein Vater hat mich nie im Stich gelassen, um der Chef von Team Rocket zu werden. Kannst du das gleiche auch von deinem behaupten? Plopf! Außerdem haben meine Eltern mir keinen Namen wie Plopf gegeben. Auch wenn streng genommen ich dir den Namen gegeben habe. Aber trotzdem ist es ein offizieller Name. Statt deinem Trainerpass. Fucking Plopf. Arroganter Haufen Scheiße. Okay, er hat wen soweit besiegt. Mein Gott, es ist gerade wieder warm hier. Oh, ich spüre, wie die Hitze sich im Raum sammelt. Naja, egal, du schaffst sowieso nicht, dir ein legendäres Pokémon zu schnappen. Oh, das werden wir sehen, Plopf. Das werden wir sehen. Ich glaube, ich werde es schaffen, mir ein legendäres Pokémon zu schnappen. Also erstmal setze ich mir ein geiles Gegengift für Keklumu ein. Denn Vorsicht ist besser als Nachsicht, okay? Außerdem weiß ich nicht, ob die in der Generation automatisch von dem Gift geheilt werden, wenn man länger unterwegs ist. Deswegen bin ich da lieber ein bisschen vorsichtig. Hallo! Hi! Wo hilfst du hin, Raikou? Wo hilfst du hin, Entei? Suicune! Bleib hier! Hi! Nein! Das war nicht so erfolgreich. Hast du das gesehen? Suicune ist wie ein geölter Blitz direkt vor dir, an dir vorbeigerannt. Beinahe 10 Jahre verfolge ich Suicune schon. Aus solcher Nähe habe ich dieses Pokémon noch nie gesehen. Ich bin überwältigt. Aber... Ja, Suicune, das zeigt eindeutig, dass ich der Auserwählte bin. Okay. Ich bin mir sicher, ich werde es im Laufe meines Abenteuers noch das ein oder andere Mal sehen können. Ah, fuck, wir können ja noch nicht weiter. Ich bräuchte die VM-Stärke. Wenn ich richtig liege, haben wir die VM-Stärke noch nicht. Da oben kann ich auch nicht hin. Das ist ziemlich deprimierend. Ah, Bullshit! Ich meine, nach der Arena von Teak City kann man dann Stärke einsetzen. Ah, und das zweite Punkt, das wir hier sehen, ist Knilz. Ich hätte Knilz gern gefangen. Weil Knilz scheiß stark ist. Ist halt wirklich.
Es ist unglaublich stark. Ich war damals, als ich zum ersten Mal KP trainiert habe, war ich fasziniert davon, dass es mehr Angriff als KP hatte. Ich dachte mir, was? Wie ist das überhaupt möglich? Ich war erstaunt, verwirrt. Bin ich bis heute. Fucking K-Pilz, warum ist das überhaupt so stark? Das sieht scheiß schwach aus. Aber gut, ich will niemanden kritisieren. Ich will niemanden kritisieren dafür, dass er eventuell schwächlich aussieht. Und du heil meine Pokémon-Schwester Joy, denn ich habe vor, erstmal mein Pokémon-Team zu überarbeiten. Und dann habe ich vor, die Arena in Angriff zu nehmen. Wobei, will ich mein Team überhaupt so weit? Wisst ihr was? Wisst ihr, was ich mit meinem Team machen will? Erstmal möchte ich Fusilo in Box 1 bewegen und dann... Ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf die Evoli-Scheiße. Ich darum kümmern, dass es irgendwann mal weiterentwickelt wird. Deswegen machen wir es Fusilo und BAM! Wir haben geil und Fusilo im Team. Was haltet ihr davon? Ziemlich beeindruckend, oder? Ich weiß. So, was kannst du denn, Fossilo? Was kannst du denn? Lass mich dich mal genauer begutachten. Still irgendwie eitel. Mann! Ich habe aber ein Glück mit den Wesen der Pokémon. Es ist unglaublich. Das eine, dass es ein physischer Angreifer sein sollte, hat wenig physischen Angriff. Cool. Und deine Angriffe sind ja mal... Mein Gott, sind die scheiße. Aber gut, Fossilo. Ich wollte meine erste Stelle, damit werde ich ein bisschen trainieren können. Ich möchte dich im Team haben, einfach weil... Oh, seht es euch an, wie cool es ist. Und wie fröhlich. Streckt sich lang und macht ein Päuschen. Yeah! Mach ein Päuschen, Fossilo. Mach ein Päuschen, wie noch nie jemand zuvor ein Päuschen gemacht hat. Gott, ich liebe Kaputops. Das ist ein unglaublich cooles Pokémon. Aber auch eins, an das ich sehr selten denke. Aber wenn ich daran denke, denke ich mir, das ist ziemlich cool. Wow, MOP, das ist eine tolle Story. Erzähl mir bitte mehr davon. Gern geschehen. Mal sehen, ob du es schaffst, unseren Pokémon Schaden zuzufügen. Da würde ich auch gern sehen. Und irgendwie stecke ich die ganze Zeit... Das ist ja mein fucking USB-Interface. Die ganze Zeit geht hier ein Kabel rein und raus. Mir ist gerade auffallen, dass ihr es auch hören könnt. Es tut mir leid, wenn es euch scheiß irritiert hat, dass die ganze Zeit dieses... Du hast was bei Windows ausgesteckt, Geräusch kam, aber... Ich muss mein komisches USB-Interface halt dringend ersetzen. Das funktioniert halt echt nicht mehr. Wer wäre ein guter Gegner für dich, Lucario? Keglumo... Ah, Keglumo hat eine Schwäche gegen Kampf. Nehmen wir lieber Schlengli. Schlengli! Mach bitte keine Metallklaue, Lucario. Wäre ich dir auch sehr dankbar. Warum hast du keinen Kampfangriff? Natürlich steigert es deinen Angriff. Die Gegner haben immer so ein Glück. Aquawelle! Die ist aquaweltastisch. Fucking Lucario. Stirb! Und du willst auch noch kontern. Du treibst es zu weit. Fuck. Der Konter hätte für ein anderes Pokémon echt gefährlich werden können. So Angriffe wie Konter, das ist so... Das ist, glaube ich, das, was in der Nuzlocke-Challenge am gefährlichsten sein kann. Sowas, man sieht es einfach nicht und dann auf einmal ist da und man denkt sich, oh shit. Genauso wie ein Wasser-Pokémon gegen ein Magnetilo drin zu lassen, wahrscheinlich auch nicht so clever ist. Und wir haben nichts, was wirklich gegen Stahl-Pokémon was ausrichten kann, denke ich da richtig? Ja, tue ich. Fuck. Ich glaube, ich habe nichts außer Schlengli, was gegen Stahl-Pokémon wirklich was ausrichten kann, oder? Ein Panzer-Aeron. Nee, die haben alle nur Angriffe, die nicht sehr effektiv sind. Bullshit. Aber gut, machen wir es trotzdem anders. Ich will Fossilo trotzdem noch ein bisschen trainieren. Los, Fossilo! Fossilo! Und ein Panzer-Aeron. Ein majestätisches Pokémon. Wisst ihr, was cool wäre, wenn Panzer-Aeron irgendwie eine Vorentwicklung hätte? Ich meine, es ist wirklich ein Pokémon-Panzer-Aeron, aber wenn es eine Vorentwicklung hätte, dann... Das könnte ich mir gut vorstellen. So ein kleines Metallküken. Oh, ist das nicht süß? Doch, es ist absolut süß, dieses kleine Metallküken. Mann, man macht mal sowas. Macht mal, gib mal dem vernünftigen Pokémon der Vorentwicklung. Wie wär's damit? Nicht so ein Bullshit wie... Ach du Scheiße, wisst ihr, was mir gerade wieder einfällt? Ach du Scheiße. Mir fällt gerade wie ein, dass... Chanera hat doch eine Babyform, oder? Alter, ich muss kurz googeln. Ich glaube nicht, was ich da gerade glaube. Chanera. Puriwiki, was sagst du mir dazu? Von Naira. Stimmt, ja, ja. Ja, Chanera hat, oder Von Naira. Chanera hat eine Vorentwicklung. Verdammte Scheiße. Das ist
Alter. Es ist ein Pokémon, das mir dermaßen entfallen ist, dass es existiert, dass ich mir gerade eben unsicher, wirklich unsicher war, ob es wirklich existiert. Verdammt scheiße, Vonera. Warum existierst du überhaupt? Ach du Scheiße. Level up mit... Man muss einen Chanera mit Glücksrauch züchten, um es zu bekommen. Der ist ziemlich interessant. Wow, MOP! Lies uns bitte noch mehr PokeWiki-Trivia vor. Das ist spannend. Tut mir leid. Ich war gerade fasziniert davon. Der Kampf hat mich nicht so fasziniert. Lippschuss. Yes! Sehr schön. Ist zwar leider ein Bodenangriff und kein Wasserangriff, aber... Moment, ist ein Bodenangriff? Ich dachte, Lebensschuss wäre ein Wasserangriff. Ha. Ne, Moment, das war Lehmbrühe. Lehmbrühe war der Wasserangriff. So. Die Tatsache, dass du einen Bodenangriff hast, bedeutet aber, dass du eigentlich mal gegen die Stahlmänner ein bisschen kämpfen könntest. Weil sie machen nur Neutralschaden gegen dich. Völlig recht, fucking Flunkiefer. Warum hast du keinen Bedroher? Friss Lebensschuss! Ja. Yeah. Und. Ja, Hälfte down. Initiative von Flunkiefer sinkt. Wundervoll. Es macht Lockluft und senkt meine Fluchtwert. Wie kannst du es wagen, Flunkiefer? Was ist los mit diesem fucking USB-Interface? Ich bewege nur meinen Mund und es steckt sich irgendwie aus. Alter. Tut mir leid. Es stört. Ey, wir haben Medium Daniel besiegt. Du siehst nicht aus wie ein Daniel. Du siehst aus wie eine Brunhilde. Habe ich recht? Ja, habe ich. Hi. Bist du verwirrt, weil du nicht weißt, wohin du gehen sollst? Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Ey, ich folge einfach dem Weg, denke ich. Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Was zum Teufel? Warum hast du ein verficktes Cetra King? Nee, Fussilo. Du bist noch nicht bereit für Cetra King. Fucking Cetra King. Apropos, wisst ihr, was mir bei Cetra King auch wieder eingefallen ist? Ich habe vor kurzem, können wir wieder über die Pokémon-Karten reden. Ich habe vor kurzem durch das eine Set, welches mein Lieblingsset ist von den Pokémon-Karten, das ist, ich glaube, Dragon Frontier EX heißt das. Da sind auch diese Delta-Species-Viecher drin. Das bedeutet also Pokémon, die einen anderen Typ haben, als sie eigentlich haben. Und da gibt es auch Cetra King EX, was ich damals sogar hatte, und das ist vom Typ Kampf. Das finde ich ziemlich cool. Das war eine unglaublich coole Karte. Mein Favorit waren aber natürlich noch Elektro Despota EX und Elektro Impergator. Ich meine, Alter, ein Elektro Impergator. Stellt euch das mal vor, wie cool das wäre. Ach ja. Und das gibt's als Karte. Und da gibt's auch Cetra King, das vom Typ KV. Das fand ich ziemlich cool. Und das wollte ich mal in den Raum werfen. Und das ist ein Set, das ich unglaublich gerne komplett hätte. Ich glaube, das ist eine Sache, an der ich gerade arbeite. Eventuell habe ich mir eine Karte schon geholt dafür. Egal, das ist ein Set, das ich komplettieren will. Was ein Problem hat, weil die Booster Packs davon, die sind, was heißt, die sind unbezahlbar. Ich weiß nicht, ob die unbezahlbar sind. Ich habe noch nie gesehen, dass eins davon verkauft wurde. Das Pokémon-Karten aus der Zeit sind einfach, die sind unglaublich teuer. Ach du Scheiße, es ist ein Giratina. Giratina war Unlicht. Oh shit, es ist an der Zeit. Genau, Pokémon-Karten aus der Zeit, so dritte Generation. Ab der vierten Generation wurden sie wieder eher geläufiger. Ja, dritte Generation, da waren die, scheinbar hat sich ja kein Arsch dafür interessiert. Und die fucking Karten aus der Zeit, ich sage es euch, die sind schwer zu bekommen. Die sind scheiß teuer und die Booster-Packs, die sind... Erstens sind sie meistens gar nicht überhaupt erst verfügbar. Wenn sie da sind, dann sind die unbezahlbar. Und das ist relativ unschön, nur so auf einen Schlitzer zu machen. Das finde ich schön. Oh mein Gott, du Monster! Oh shit, es hat Volltreffer gelandet. Okay. Oh shit, es. Ich werde jetzt an der Stelle auch mal nicht zu nahe treten, aber... Du hast... dein Gesang hat nicht in dem Ausmaß einen Treffer gelandet, wie er es eigentlich sollte. Okay, greifen wir weiter an, dann kann ich meine Geschichte zu Ende erzählen. Erst müssen wir... Warst du Drache, Unlicht? Ja. Fuck. Nein, Moment, ich habe Drachenangriff. Hör auf, die Antikraft zu machen. Oh Mann, ihr Blödling, der hat einen Haufen Scheiße. Ich bin voll auf den Sack. Ich hab Genesung. No, nein. Okay, du machst gar nicht mal so viel Schaden. Das ist relativ gut, aber ich glaube, meine Windhose sollte auch nicht so viel Schaden machen. Ich bin ja mehr der Windshorts-Typ. Okay.
Das war ein Volltreffer, Giratina. Wie gefällt dir das? Ich glaube, ich sollte mir dringend mal eine Genesung gönnen. Hör auf, Schattenschuss zu machen! Hör auf, irgendwas zu machen, Giratina! Zu geschwächt! Zu geschwächt, zu geschwächt, zu geschwächt! Halt dich auf! Gute Arbeit, Schlängli! Weißt du was? Gönn's dir nochmal, dich aufzuheilen! Warum haben wir jetzt schneller als er? Schlitzer, okay. Warum auch immer ich schneller war. Windhose! Diese Giratina werden wir noch down bekommen, und zwar ohne den Einsatz von Items. Fällt mir gerade auf, wenn ich so eine Fuck Nuzlocke machen würde, bei der ich keine Items wie Tränke oder sowas einsetzen darf, dann... Ah, shit. Wenn ich sowas machen würde, dann wäre Schlängli der Shit. Ich weiß, es hat relativ gute Verteidigung und es kann Genesung und Heilung. Mann, Schlängli. Du bist ein gutes Pokémon, verstehst du? Das machst du gut, ich bin sehr stolz auf dich. Hey. Und wir haben Giratina besiegt. Oh shit, es erreicht Level 21. Ach, wundervoll. Medium and... Oh, was? Da geht dir nichts an. Ach, komm schon, wirklich schon wieder. Ich wollte jetzt eigentlich noch ins Pokémon Center laufen, aber wie es aussieht, die Stadt ist ziemlich buggy, glaube ich. Das ist nicht schön. Um meine Pokémon-Kartengeschichte zu erzählen, EX Dragon Frontiers ist ein unglaublich cooles Booster-Pack, also eine unglaublich coole Booster-Reihe, wo ich mir unglaublich gerne ein paar Packs holen würde, aber die ploppen nie irgendwo auf eBay oder so auf, also die bekommt man gar nirgendwo mehr her. Die Karten sind, relativ bezahlbar. Ich glaube, das Despotar X hat einen Wert von 20 bis 40 Euro, das ist relativ scheiße. Und wisst ihr, was das größte Problem an diesem Set ist? Es gibt auch eine Shiny-Karte. Es gibt eine fucking Shiny-Karte in diesem Set, das ist quasi die Secret Rare. Und die Shiny-Karte ist ein Mew vom Typ Wasser mit dem goldenen Stern. Das ist ein Shiny Mew vom Typ Wasser. Das ist schwer aufzutreiben. Ist wirklich. Und das macht es relativ schwer, das Set zu komplettieren. Weil ich auch gewillt sein muss, mir diesen Fuck Mew zuzulegen. Aber gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wie es ganz weitergeht, was wir in der Arena noch alles finden werden. Das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann. Gute Nacht.